30 Hauseigentümer haben uns erlaubt, einen Blick unter ihre Dächer zu werfen. Unter einigen Dächern ist eine Tyvek-Dachbahn verlegt, die über 20 Jahre alt ist. Andere haben keine Tyvek-Dachbahnen, die weniger als 10 Jahre alt sind. Und um sicherzustellen, dass alle Arbeiten korrekt ausgeführt wurden, haben wir einen notifizierten Bausachverständigen darum gebeten, Proben zu nehmen und Funktionstests in einem unabhängigen, notifizierten Labor vorzunehmen. Wie Sie sehen können, wurde auf diesem Dach eine Tyvek-Dachbahn verlegt. Und die Bahn ist immer noch komplett intakt. Diese Dachbahn ist nicht Tyvek. Sie sieht zwar noch in Ordnung aus, jedoch stellt sich die Frage, ob sie immer noch die gleiche Leistung erbringt. Daher haben wir Proben von allen Dächern gesammelt und sie in einem unabhängigen Labor untersucht, um zu prüfen, ob die Dachbahn immer noch wasserdicht ist. Die Wasserdichtigkeit wird offiziell im Rahmen eines W1-Tests gemessen. Dabei wird die Bahn 2 Stunden lang einer Wassersäule von 200 mm ausgesetzt. Prozent der alternativen Dachbahnen bestehen den offiziellen W1-Test nach weniger als 10 Jahren nicht mehr. 75% der Tyvek-Dachbahnen haben den Test bestanden. Wenn Sie sich diese Tests genauer anschauen möchten, finden Sie diese online. Suchen Sie dazu einfach Tyvek-Dachtest. Deshalb sagen wir immer, weil Sie nur einmal bauen, Tyvek vertrauen.